Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe meinen Kaffee am Start. Ich dachte, wir machen ein Get Ready with Me. Und zwar habe ich eine Palette noch nicht benutzt aus meinem Schminkkorb. Und ich dachte, wir benutzen eine BB-Cream. Ja, weil ich es einfach testen wollte. Ich wollte mir zuerst, ich habe gerade frisch geduscht, nichts drauf auf meine Visage. Ich habe mit Micellenreinigungswasser ein bisschen abgemacht. Und jetzt wollte ich ein bisschen Sonnenschutz auftragen, denn die Temperaturen sind schon relativ. Ja, wie soll ich sagen, relativ gut. Und ich filme gerade mit Tageslicht, außer meine Lampe ist noch an. Die mache ich kurz aus, das Licht. Aber das ist jetzt alles Tageslicht. Und ich hoffe, die Lichtverhältnisse stimmen. Das, was ich selber gesehen habe, ist in Ordnung. Von daher habe ich gedacht, wieso nicht? Okay, wieso nicht? Ich bekomme öfters mal Unreinheiten hier und am Hals von all möglichen Cremes, dies, jenes. Gar nicht so im Gesicht, sondern eher so am Hals. Da bin ich viel empfindlicher, sage ich mal, wie woanders da. Und ich dachte, wir benutzen neuere Produkte. Oder ich gucke jetzt erstmal, was ich noch nicht verwendet habe aus meinem Schminkkorb. Weil heute ist eigentlich der letzte Tag meines Schminkkörbchens. Ich schaue mal nach. Also ich habe mir eine kleine Auswahl jetzt gegeben. Die Sachen, die ich noch nicht benutzt habe, sind diese drei. Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Und jetzt gucke ich mal drumherum, was ich so Neues ausprobieren kann mit euch zusammen. So, ihr Lieben, ich habe mir Coco Kiss Lip Scrub gerade aufgetragen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das sind so ganz, ganz kleine Kügelchen. Also Zuckerpartikel, sage ich mal. Und sie sind gar nicht mal so schlecht. Schmier. Sie sind nicht so schlecht. Man kann sie natürlich auch essen. Aber ich mache nicht mal Zucker in Kaffee. Ah, es fühlt sich sehr gut gepeelt an. Man könnte es auch selber herstellen. Ein bisschen Creme, sage ich mal, Lippenpflege, Stift und ein bisschen Zucker. Dann hätte man dasselbe Ergebnis. Ich habe mir heute ausgesucht die Clinique Age BB Cream. Ich weiß es nicht, in was für ein Farbton es ist. Ah, Shade 01. Müsste eigentlich passen. Ich finde, BB Creams lassen sich am besten mit den Fingern auftragen. Meine Hände sind natürlich gereinigt. Ich trage mir. Es sieht ein bisschen graustichig aus. Ich hoffe, es passt einfach von der Farbe. Ich tue es jetzt mal. Oh, das ist sehr, sehr rosa. Ich finde einfach, manche Texturen, gerade so BB-Creams und da, wo Lichtschutzfaktor ist, lässt sich einfach am besten mit den Händen auftragen. Und ich hasse es eigentlich. Aber sie riecht, ich würde sagen, nach Sonnencreme. Aber es kann auch sein natürlich, dass es meine eigene Sonnencreme ist, die ich gerade aufgetragen habe. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen nachhelfen. Also ich meine nachhelfen, mich wieder dunkel zu machen, weil ich bin jetzt wieder ein bisschen geistmäßig drauf. Ich kann es mir aber trotzdem vorstellen, sie morgens aufzutragen, weil ich doch so leichte Texturen gerne mag. Ist zwar ein bisschen speckig, was mich immer so ein bisschen irritiert für den Sommer, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche auch meinen Spiegel. Ich hab's genau gewusst. Ja, ich fange direkt auch unten drunter an zu schwitzen. Sie ist mir einfach zu pastös. Vielleicht seht ihr das, wie meine Poren anfangen zu schwitzen. Wir haben aktuell 22 Grad irgendwie. Und mir ist so, ich habe auch etwas gefunden, womit ich das ein bisschen so nachdunkel. Ich muss meinen Schwamm noch aktivieren. Das sind so Love Drops. Die trage ich mir jetzt hier mal so auf. Wie als nicht in meine Haare. Es ist ein bisschen ungünstig, dieses Produkt. Ich mache mein Schwämmchen mal nass und dann hole ich mir das mal aus meinen Haaren raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder zurück. Ich fange mal an, das Ganze zu verblenden, sonst wird das vielleicht nichts. Das hat einen ganz, ganz leichten Effekt eigentlich. Letztes Mal, wo ich es benutzt habe, war es ein Hauch von angebronzt halt.
Das soll ja auch nur so eine Grundlage für den nächsten Bronzer sein. Man könnte natürlich auch so rausgehen, aber ehrlich gesagt ist es mir zu lasch. Und ja, man sieht auch ganz gut, dass er eigentlich ein bisschen Wirkung hat, finde ich. Es ist jetzt aber kein Produkt, was ich nachkaufen würde, weil alleine die Pipettenverpackung mir einfach nicht zustimmt. Das gibt nur Sauerei, also es ist eigentlich nichts für mich. Und ich mag keine so. Das ist einfach etwas, was sie sich nicht richtig Gedanken gemacht haben. Ja. Es ist ein schöner Bronzing Glow, weil es ist nicht zu orange, finde ich. Es hat schon einen wärmeren Touch, aber nicht zu sehr. Also es geht halt nicht in Orange-Orange, sondern einfach ein schönes gebronztes Gesicht. Und ich finde doch tatsächlich Orange, also etwas wärmere Töne zum Bronzen, einfach optimaler als irgendwelche kühlen. Und deswegen, ja. So die. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber auf meiner Nase hier in der Lidfalte hat sich diese Foundation so reingekrallt. Und auch auf meinem Bart. Auf meinen Damenbart. Das sieht so komisch irgendwie aus. Naja. Ja, versuchen wir mit dem zu arbeiten, was wir einfach da haben. Das ist halt so, wie es halt ist. Ich trage mir Concealer auf, da benutze ich den hier von L'Oréal. L'Oréal und ich, wir sind keine guten Freunde. Ich habe noch nichts von L'Oréal, glaube ich, was mich so catcht, um ehrlich zu sein. Auch hier wieder, es pritzelt in meinen Augen. Sehr empfindlich, vor allem im linken immer. Das ist gar nichts gut. Es ist eine leichte Pflege, wie gesagt, eine leichte Tagescreme. Was soll die denn eigentlich machen? Wenn es hier auf Deutsch steht, lese ich es euch vor. Achtung, Augenpartie aussparen. Wenn Irritationen auftreten, das Produkt nicht weiter anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ohne Scheiß. Was ist da bitte drin, dass man es nicht bei den Kindern. Also, ich weiß, dass es sowas jetzt bei Essig oder so steht. Aber doch nicht bei einer Pflege. Was ist, wenn es doch in die Augenpartie gelangt? I don't know. Ist nichts wissen. Dann möchte ich das Ganze natürlich abpudern. Meinem Partner, den ich ja heiß und innig liebe, ist es tatsächlich passiert, dass mein Highlighter rausgefallen ist. Alles andere ist heile geblieben. Wären bloß diese dunklen Konturtöne runtergefallen. Aber nö. Ich benutze diese zwei hier. Und trage sie unter meinem Auge auf. Es muss gar nicht so todesmatt sein, aber schon eher so in die Richtung mattiert. Ich weiß nicht, die Palette riecht nach Parfüm. Ich wurde mit rumgespielt. Ich muss sagen, es ist so eigentlich echt ein schönes Finish. Ich hoffe, ihr erkennt das. Es ist echt ein tolles, sommerliches, leichtes Finish, als hätte ich nichts drauf. Ich fühle mich aber wohl. Also meine Rötungen sind zum größten Teil abgedeckt. Ich glaube, ich muss die Kamera so hinmachen. Und den Spiegel so. Ich weiß es nicht. Also ja. Ich denke zwar nicht, dass es lange hält. Es betont jetzt etwas die Poren. Ja, hier so. Seht ihr das hier so leicht? Aber jetzt nicht so übermäßig, dass es jetzt viel, viel größer ist wie vorher. Die sind halt nur mal da und boah, der Pinsel stinkt. Und ich denke so, uah. So. Okay. Dann trage ich mir diesen Glow Metallic Highlighter auf, der hat eine ganz interessante Farbe, so ein Kupfer. Ich trage so welche Farben am liebsten auf meinem Auge, aber wir nehmen jetzt das, was mal da ist, ne? Gehe ich auch mit so einem fluffigen Highlighter-Pinsel rein und trage mir den hier mal so auf. Ich liebe das ja persönlich auch auf den Wangen, aber ist ja immer Geschmackssache.
Aber ich finde, zum bronzigen Look passt das sehr, sehr gut. Ja, das gefällt mir ganz gut. Bei dem weiß ich nicht, ob ich den wirklich so oft tragen würde, wobei der echt wunderschön ist. Gerade wenn man jetzt noch einen Blush aufträgt. Ich habe mir keinen Blush rausgesucht. Ich benutze den hier von Golden Rose. Ich weiß noch, dass ich die Marke 2006, da war ich 16, in Russland entdeckt habe. Das ist wohl eine gängige Marke auch in Russland damals gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Der ist gut pigmentiert, hinterlässt ein, ich würde sagen, ist das doch schon etwas, ja, ein bisschen too much mal wieder in den Farbtopf gegriffen. Versuchen wir auszugleichen. Und ich muss sagen, diese Dewy Drops da, diese Bronzing Drops von Love, die trocknen auch relativ gut an der Haut, so dass dann alles, was drüber kommt, nicht so fleckig wird. Das mag ich persönlich ja nicht. Kann man wieder was anhören hier. Ja, doch, gefällt mir richtig gut. So, für die Augenbrauen habe ich natürlich nichts Neues. Macht auch nichts, wir brauchen auch nicht für alles neu. Ich fange hier jetzt erstmal an mit Models Co. Das ist ein Highlighting-Trio. Ich fand das unfassbar schön, als ich es auf meinem Handrücken gemacht habe. Ich würde das gerne hier jetzt so partiell, also genau da auftragen. Und da benutze ich so ein bisschen zwei gemischt. Den hellen und den braunen. Ich würde das gerne hier so auftragen, ohne was abzunehmen. Will eh nicht abnehmen, gell? Ist doch immer dasselbe Thema, was einen im Leben irgendwie beschäftigt. Immer diese Gewichts. Und ich habe das Gefühl, ich kriege das alleine diesmal gar nicht so richtig hin. Ja. Das ist echt bitter. Für mich eine bittere Erkenntnis. Weiß nicht, was hier ist. Auf jeden Fall habe ich hier wie so Pigmentflecken, obwohl ich die vorher nicht hatte. Es ist okay. Ich würde sagen, es ist ein Produkt, das hätte ich vielleicht ohne die ganze Puderschichten auftragen sollen. Aber so an sich gefällt mir das Finish unglaublich gut. Auch mit der Foundation zurzeit. Ich habe immer meistens Probleme hier, dass in dieser... Ja, Runzelstirn. So, ich mache mir die Augenbrauen, dann hole ich euch noch. Also ich komme jetzt mal zu meinen Augen. Augenbrauen habe ich gemacht. Ich hole euch einen Ticken näher dran. Dann benutze ich die Remix Palette von Shane XO. Und ich glaube, ich möchte auch die Seite, wofür ich sie auch aufgehoben habe. Ich habe total verplant, um ehrlich zu sein, dass ich die Body Shop Blusher benutzen wollte. Dann wäre ich gar nicht so overdressed. Ich benutze jetzt erstmal das Gelb aus dem alten Teil sozusagen und trage ihn mir erstmal so. Wir bleiben auch so ein bisschen bronzig, damit wir den neuen Lidschatten von Essence austesten können. Dann benutze ich hier eher so ein, ja, eigentlich ist es ein Durchfallbraun. Und vertiefe. Eher so was Schnelles. Achso, seht ihr das? Ist eigentlich so ein easy peasy Look. Käffchen. Und jetzt muss ich tatsächlich den Lidschatten finden von Essence. Den ich irgendwo verlegt habe. So wie den The Body Shop Ding da. Ich schau mal nach. Leute, ich kann ihn nicht finden. Na gut, dann arbeiten wir halt mit der Palette weiter. Wir benutzen die Seite hier. Da ist auch ein so schöner Gold-Champagner-Ton drin. Den trage ich mir mit einem Pinsel auf. Das ist, ich finde aber, das ist, nee, kein Duochrom. Den trage ich mir hier mittig auf. Kann auch so mit dem Finger ein bisschen. Ich
finde, da verwitscht man halt doch ein bisschen mehr Pigment. Das ist fast wie genauso angefeuchtet. Da verwitscht man einfach ein bisschen mehr. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt, sag ich mal, das so zu benutzen. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Der ist hier nicht auffindbar. Und ein bisschen, um wieder dieses Kupfer reinzubekommen, gehe ich in den Highlighter rein. Der ist mega gut pigmentiert und trage den hier so ein bisschen noch drüber auf. Wir wollen ja so ein, ja, das ist so mein Lieblingslook eigentlich im Sommer. So goldenes Augen-Make-up, sag ich mal. Und goldenes Augen-Make-up. Und knalligere Lippen. Irgendwie ist das so mein Go-To-Look. Dann tusche ich mal ein bisschen meine Wimpern. Davor würde ich aber gerne... Moment mal. Nicht zu voreilig. Ich gehe mit so einem Eyeliner-Pinsel, eigentlich ist das ein Lippenpinsel, in den dunkelsten Ton rein, in den Kackbraun hier. Das ist Durchfall, das ist Kackbraun. Das passt perfekt. Und trage mir den aber feucht, feucht und fröhlich auf. So, das ist so ein bisschen, ich mag das am liebsten, wenn das so ein bisschen definiert ist. Ich finde es einfach vom Auge her ein bisschen schöner. Ich finde es schöner. So, Wimpern werden getuscht. Benutzt die Extreme. Und dann hole ich euch nochmal dazu für die Lippen. Dann kommen wir mal zu den Lippen. Da benutze ich auch was von Clinique. Und zwar ist es ein Shabby Stick in Intensive. Das ist das Problem. Das Problem ist dieses... Ich habe auf einmal Bart. Seht ihr das? Auf einmal so... Die Pigmentflecken, so dunkle, dann so Schweißperlen, also irgendwie. Den Shabby Stick mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe die Astor-Dinger, wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Und zwar ist es, das ist die Farbe hier, 05, finde ich fantastisch. Fantastisch, fantastisch auch für den Sommer und Herbst und Winter und Frühling. Ich finde das eine sehr, sehr schöne, authentische Farbe. Schön sichtbar, schön kräftig, schön, ja, Aussage, stark und, ja. Das wäre mein Look. Ich bin relativ zufrieden, bis auf mit dieser Clinique Foundation. Es reicht nicht, was das ist. Seht ihr das überhaupt? Ja. Ich hoffe, ihr erkennt das. Irgendwie sieht es so von Weitem aus, wenn ich mich so angucke. Als hätte ich einen Bart. Naja, ich bin fertig. Ich hoffe, das Video, wie immer, hat euch einfach gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Testen. Ciao!